Und hallihallo liebe Leute, ich bin Akumich21, mach Songs, Let's Plays und Crazy Unterhaltungsvideos. Ja, heute geht's endlich wieder weiter mit The Forest. Ich hab jetzt, ich nehme jetzt bei The Forest mit Avamedia Gamecatcher, Avamedia Gamecatcher, also mit Avamedia Live Gamer HD Lite auf. Denn ich habe mir halt gedacht, hey komm, nimmst du das Ganze mal mit Avamedia Live Gamer HD Lite auf. Denn OBS hat da irgendwie trotzdem Ruckelprobleme. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. The Long Dark nimmt er ganz gut auf. Resident Evil 7 ist soweit auch ganz gut. Ansonsten wechselt sich das doch, das Ganze. Und wir werden noch das eine OBS-Problemvideo löschen, denn anscheinend braucht man aber einfach echt noch einen viel besseren Prozessor und alles, damit das Ganze gut funktioniert und noch viel viel besser ruckelfreier funktioniert. Anscheinend ich habe einen i5 Prozessor, normalerweise müsste es gut gehen, vor allem mit 16 GB Arbeitsspeicher. Aber ich habe keine Ahnung. Normalerweise haben wir das letzte Mal auf dem Baumhaus aufgehört, ne? Doch, ich hatte schon Aufnahmen gemacht gehabt und die waren aber nicht so ruckelfrei gewesen. Deswegen habe ich mich wieder aufgehört gehabt und deswegen bin ich jetzt hier. Aber soweit ist nichts anderes passiert. Wo waren wir mal wieder? Kein Feuer. Puh, gut, 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 gut. So, wir gucken, wir haben so viel Essen hier hängen, ey. Wir nehmen mal das Essen hier runter, hängen das wieder auf, dann kann man es wieder essen. So, haben wir hier was drin? Nein, aber hier. What the fuck? Oh Scheiße, ich habe schmutziges Wasser getrunken. Shit. Habe ich nicht nachgeschaut, shit. Naja, passiert. Leider. Also das Ganze nimmt es über OBS. Über Avamedia Live Game HD Lite auf. Und wir haben Hasen wieder dran. Ja. Einen guten Harden, hä? So muss das Ganze sein, einen guten Harden. Doch wir haben hier leider keine weiteren Hasen drin. Deswegen erledigen wir den erstmal. Holen uns unser gutes Fell raus. So. Ich glaube, ich werde dann doch The Long Dark und so vielleicht auch mit Avamedia aufnehmen und so. Oder mit Bandicam, wie auch immer. Dann ist OBS leider doch keine Lösung auf Dauer. Schade eigentlich. Echt schade. Das muss beim ein Fehler von OBS selber sein. Weil normalerweise funktioniert das fast ein Jahr oder so bei mir alles schön ruckelfrei. Und nun habe ich schon seit einem Monat mindestens so ein Problem damit. Also seit einem Monat benutze ich nicht mehr wirklich OBS, weil ich dieses Problem halt einfach habe. Gestern habe ich noch so weit richtig gut ruckelfrei Resident Evil 7 aufgenommen. Und lädt gerade hoch. Schon wieder ein Hasen. Wie fällt denn noch? Alter. Ich habe einen richtig guten Platz ausgesucht, wo schön die Hasen hinkommen. Und ich muss hier schon was aufhängen, das nicht geht. Ach du Scheiße. Ich habe so viel Hasenfälle. 10 Stück. Ach du Scheiße.
Ich habe viel zu viel Hasenfelle. Und wieder zu viel Essen im Vorrat, alter Schwede. Ja, wir machen es erstmal. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal die Falle nicht mehr. Wisst ihr wieso? Ganz einfach. Wofür die Falle dahin machen? Also wofür da noch eine Falle hinmachen? Ja, wieso überhaupt da noch eine Falle hinmachen? Wenn wir momentan hier eh genug zum Fressen haben. Apropos zum Fressen. Ich muss danach schon wegen Wasser. Immer noch kein Wasser. Ich hasse, dass sie sich so eingestellt haben, dass man nur dabei sein muss, während es regnet, dass es da auch Wasser reinfüllt. Also das heißt, wenn man woanders hingeht und man nicht in der Nähe von dem Dingse ist, dann füllt das sich da kein Wasser rein. Kein Wasser ein. Echt scheiße. Ich weiß, die wollen es gerne so realistisch wie möglich machen, aber manche Dinge machen die nicht wirklich realistisch, wie zum Beispiel Mutanten gibt's nicht. Oder diese Kannibalen, Eingebrochenen gibt's auch nicht. Ich meine, gut, Eingebrochene gibt es schon in unserer Welt, aber die fressen kein Menschenfleisch. Alter, wir haben einfach zu viel. Viel zu viel, Alter. Die ist kalt und nass. Ja, super. Gut. Na gut. Leute, Leute. Jetzt ist uns kalt. Wir dürfen nicht frieren. Sonst wird uns nass. Beziehungsweise sonst werden wir nass und frieren. Ich meine, wir sind ja sowieso im Prinzip, werden wir die ganze Zeit nass, auch wenn wir am Feuer sind. Auch eine Kacke, ne? Naja. Jetzt klingt das Telefon oben, ist man unten. Da sollte ich mal nachschauen, also wenn ich fertig bin hier mit dieser Folge. Jetzt momentan. Ja, ich weiß, du bist infiziert und alles schön und gut, aber ist mir egal. Ist sowieso nur ein Game, Alter. Das ist egal. Und außerdem, wenn man auf normal spielt oder auf einfach, dann dauert es lange, bis das ist so richtig krass infiziert und ja. Apropos Regen, wir müssen hier auch mal raus, damit es da mal Regen reinfällt, ne? Alter, wie dunkel. Siehst du überhaupt gar nicht, ob die Gegner jetzt kommen, die Eingeborenen oder Kannibalen oder Mutanten kommen. Wir sind bei Tag 30 in dieser Folge, ne? Scheiße. Komisch. Ah.
Oh ja, wir schmeißen mit Geld herum. Geld, 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 Geld. Und es füllt sich sehr gut. Ich habe zwar jetzt leer gesoffen, habe ich aber jetzt nur gemacht, damit es leer wird, damit ich neu auffüllen kann. Ja, ich weiß, Kumpel. Schmeckt nicht so dolle, ne? Schmeckt nicht so gut. Ich habe erst gemacht, dass der ungefähr 15 MB die Sekunde ungefähr aufnimmt. Ihr könnt schon soweit recht gut groß werden nach 15 Minuten. Ich werde es ja sehen. Ich werde, glaube ich, auch noch einen Test machen mit der alten Aber mit der Gamecatcher HD2. Die habe ich hier auch noch rumfliegen. Und damit nochmal testen, ob man da halt auch noch testen überm, also da halt auch noch testen überm PC. Ich weiß ja noch, ob ich, als ich mal öftere Male das probiert habe, kam kein Bild, als ich es angeschlossen habe, also als es die Gamecatcher, als ich die Avamedia Gamecatcher HD2 am PC angeschlossen hatte, kam halt kein Bild. Man hat aber, glaube ich, Ton nur rausgehört, da war kein Bild. War ganz komisch, obwohl das Teil eigentlich so eingestellt ist, dass man das auch bis zu 60 FPS normalerweise auch aufnehmen kann. Videos, dann müsste man normalerweise auch ein Bild sehen. Fand es halt ziemlich komisch und kacke. Wenn das Ganze ja über dem Laptop funktioniert, warum ist denn auf dem PC? Ob es an die Grafikkarte liegt oder so, ich habe keine Ahnung. Mal die Avamedia Gamecatcher Portable Gedöns funktioniert da auch einwandfrei. Und die Gamecatcher jetzt, die gerade drin ist, drin verbaut ist, funktioniert auch einwandfrei. Ich frage mich nur, warum die andere da nicht so einwandfrei funktionieren will. Schade. Ja, das ist ein bisschen blöde Folge. Aber gut, wir haben jetzt genug Wasser drin. Wir füllen mal unseren Topf auf. Wird ja auch mal Zeit. Dann füllen wir noch den Wasserschlauch auf. Sehr gut. Bewahrt Wasser auf. Sauberes Wasser 100%. Zum Wasser kochen. Sauberes Wasser 100%. Perfekt. Mich wundert, wo die Kannibalen oder Eingeborenen sind. Wo seid ihr? Hä? Wo habt ihr euch verkrochen? Wo habt ihr euch nur verkrochen, ihr Schweine? Ihr Schweinevolk. Es regnet und regnet. Ach, scheiße, was eine scheiß Folge heute. Keine so tolle Folge, naja. Es regnet und regnet. Oder? Ja, es pisst noch. Hört aber auch bald wieder auf. Ach, wenn OBS so super funktionieren würde, das wäre toll. Ich finde es nur blöd, dass die, dass es wieder so lange her ist, dass die ein neues Update rausgebracht hatten bei OBS, weil das muss daran liegen. Das muss einfach daran liegen. Die müssen ein neues Update bringen, ey. Weil da spinnt irgendwas.
Egal ob ich es wieder deinstalliere und wieder installiere, ich habe das Problem immer noch. Sogar mit diesen B-Frames. Es ruckelt trotzdem einigermaßen. Und komischerweise, wenn er Gronkh zum Beispiel aufnimmt, läuft alles so schön ruckelfrei bei seinen Videos. Aber bei mir nicht sehr ruckelfrei. Das ist doch scheiße. Deswegen muss ich zu anderen Mitteln greifen, sozusagen. Das ist eine Kacke. Na gut, dann ist heute keine so lange gute Folge geworden. Wir gehen wieder abspeisern. Gehen wir abspeisern, gucken noch wie viel Tags wir sind, immer noch 30, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute, wenn es heißt Let's Play The Forest. Bis dann, euer Kommissi 21. Yeah!